Seid ihr herzlich willkommen. Ein Liebesorakel, ein aktuelles Liebesorakel. Und wir stellen die drei wichtigsten Fragen. Was denkt er? Was ist sein Plan? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Erstmal schauen wir an seinen Gedanken und das sehen wir hier oben und unten. Auf diesem Bild erscheint ein Liebespaar und diese Annäherung kommt. Er wird es zeigen, wie wichtig du bist, dass ihr eine Beziehung lebt. Ihr seid dieses Liebespaar. Hier erkennen wir die ganze Welt. Und das kann ein Glücksgefühl bedeuten, wenn er so glücklich ist mit dir, er könnte am liebsten die ganze Welt umarmen. Diese Karte bedeutet auch Auslandskontakten oder Reisen. Er plant mit dir eine Reise. Aber bedeutet auch die Harmonie, Wasserelement, Luftelement, Erdeelement, Feuerelement, bedeutet auch die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und das Ganze ist ein Jahr. Und er hat Pläne, weil er möchte diese Liebe mit dir leben, aber er ist noch geduldig, er möchte erstmal auf die Reise gehen. Und er meint, innerhalb ein Jahr regelt sich alles oder kommt mehr Stabilität. Seinen Gefühlen sehen wir hier. Er kommt ins Bewegung. Er überreicht diesen goldenen Kelch. Und das symbolisiert das Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Und das bedeutet, er zeigt seinen Gefühlen, er zeigt diese Liebe. Und diese Hohepriesterin bedeutet die hohe Spiritualität, aber auch die Schicksalswegen. Es wird alles so sein, wie das im Schicksalsbuch beschrieben ist und er hat dieses Glauben. Und hier die Sternenhimmel zeigt, es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Außerdem bringt Glück auch die inneren Gleichgewicht und Harmonie. Und genau daran glaubt er auch. Was wird er tun, das sehen wir hier. Diese Karte zeigt die Erdeelement. Diese Taler bedeuten die Finanzen, Arbeit oder Wertschätzung oder Bodenständigkeit, Manifestation. Aber du hast hier noch Einschränkungen. Er wird es auch erwähnen und wahrscheinlich auch vermitteln. Sei nicht in diesem Enge, fühle nicht die Einschränkungen. Du hast auch was zum Bieten und vor allem hast du auch Kraft, dich zu behaupten. Und sei mit deinen eigenen Werten bewusst. Auch beruflich wirst du Erfolg haben. Und hier wird etwas Neues geboren. Aber glaube an dir selbst. Verspüre diese Kraft, verspüre diese Stärke, das, was er vermittelt. Diese Aufnahme erscheint am 3. Juli. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in Rohini-Mondhaus. Und das symbolisiert die wahre Liebe, passt genau zu diesem Bild. Venus bildet sich ein schöner Trigon zum Saturn, mehr Stabilität in der Liebe, schicksalhafte Ereignisse,
Saturn ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Das kann karmische Themen sein. Jetzt gibt eine Lösung, bedeutet oft auch, dass jemand kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Und jetzt schauen wir noch an, was die anderen Karten zeigen. Dieser Liebespaar, und das bist du und er. Er hat diese selbstbewussten Auftreten. Wir sehen auch diesen Wohlstand. Er ist gut gekleidet und er lenkt die Geschehen. Er hat diese Glaube. Er möchte mit dir auch aufbauen. Und diese Reise. Du erscheinst hier auch schön gekleidet. Ihr passt sehr gut zusammen. Das ist Annäherung. Ihr seid im gleichen Augenhöhe und das ist ihm bewusst. Was vermitteln die Sterne? Hier könnt ihr etwas aufbauen. Hier habt ihr schon die Basis, die Fundament. Er kommt entgegen. Und hier wieder die Sternenhimmel, was Glück bringt. Außerdem schenkt Urvertrauen. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Er wird sich hier auch neu orientieren. Und die Spiritualität oder sein Glauben, dass ihr Hand in Hand alles meistern könnt. Deine Kraft, er glaubt an deine Kraft. Dieses Kreuz stärkt dein Glauben, deine inneren Kraft, deine Überzeugungskraft und sorgt auch für Entscheidungen, weil du erreichst auch in dein Lebensweg diese Kreuzung und wirst auch neu orientieren, wie soll das weitergehen? Was schränkt dich ein? Hier ist die Fülle, die Wohlstand, die Anerkennung. Hier bei diesem Kleider sehen wir schon, schön gekleidet, zeigt auch Wohlstand. Aber die Einschränkungen, und das kann auch zum Beispiel deinen Ängste sein. Dreh auf in der Öffentlichkeit, glaube an diesen Wohlstand. Oder bekommst du auch Anerkennung oder Geschenken? Nimm das auch an. Und es wird etwas Neues geboren. Und das ist diese Reise. Das kann natürlich Auslandskontakten sein, Reisen, aber bedeutet auch die Hoffnung sein, Tagesenergie. Diese Katze bedeutet natürlich Haustiere auch, aber dass er etwas beobachtet und dass er seinen eigenen Kopf hat, so wie die Katzen, die kann man auch schwer erziehen. Er lässt es auch nicht zu. Und deine Tagesenergie. Diese Blumen zeigt reinen Gedanken und reinen Gefühlen. Du bist gerade dabei, etwas klären, etwas bereinigen. Hier sind es noch Einschränkungen, weil du bis jetzt zu wenig Anerkennung bekommen hast, aber jetzt kommt eine Wende. Das ist für dich auch wie ein Neugeburt. Und das war dieser Liebesorakel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst.
kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.